So, beim Durchgucken von unserem Local Game Store habe ich mich mal dazu entschieden, etwas tiefer zu buddeln. Und ich habe es geschafft, meinen Local Game Store-Inhaber nach etwas zu fragen, was er mal noch beiseite gelegt hatte vor Ewigkeiten. Und ob ich dann ja das haben darf. Und das habe ich mir auch hart jetzt erbettelt. Und ihr seht es ja schon im Titel. Ein Pre-Release Pack, ein Guild Pack hießen die damals noch, von Rückkehr nach Ravnica. Ja, die sind von 2012. Das war das zweite Mal, dass wir nach Ravnica gegangen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob die Angabe richtig ist, aber ich glaube, das war das allererste Mal, dass wir irgendwie zurück auf einen anderen Planeten gegangen sind. Ich glaube, das war vorher nie der Fall. Wir hatten kein Return to Kamigawa, wir hatten kein Return to Mirrodin, damals halt noch nicht. Mirrodin kam ja wieder. Jo, dementsprechend war das das erste Mal, und das war halt was ganz Besonderes. Oh, andersrum. So. Und dementsprechend bin ich auch sehr glücklich darüber, dass ich das machen kann. Damals sogar noch meine Lieblingsgilde, die Golgaris. Und mal gucken, ich weiß auch gar nicht mehr, was da drin war. Es ist urig lange her. Das sind halt jetzt schon 8 Jahre oder so, die dieses Pre-Release Pack hier alt ist. Und damals tatsächlich interessanter Fun Fact: Die Entstehung von Modern. Die Entstehung von Modern passierte bei Rückkehr nach Ravnica. So, gucken wir uns jetzt nach anderthalb Minuten endlich mal an, was hier so drin ist. Oh, ich bin so ein bisschen gehypt. Das ist eine echt schöne Box. Oh mein Gott. Der Golgari-Schwarm. Das ist Pappe. Das ist wirklich Pappe. Vergiss deine Vorurteile über die Golgari. Sie sind falsch. Ich lege das mal so, dass ihr auch mitlesen könnt. Wir sind nicht, wie die anderen glauben, das Kloakenmoos, das sich an die Gänge der Unterstadt klammert. Wir sind nicht das Verdauungsgurgeln im Schlick des steingesäumten Gedärms von Ravnica. Ach du Kacke. Wir sind nicht pilzbehaftete Käferschwärme, die sich von Fäulnishalden ernähren. Wir sind weit mehr. Wir sind der Schwarm und wir ziehen Kraft aus den Orten, die andere nicht einmal anzuschauen wagen. Oh Gott, Deutsch. Ja, vorlesen war nie meine Stärke. Du bist zu uns gekommen, weil du das Land und den Tod verstehen willst. Mit der Zeit wirst du lernen, warum sie einen Kreislauf bilden, und du wirst dein Wissen als unvergleichliche Waffe führen können. Wir sind die Golgari. Wir bemächtigen uns der Kadaver unserer Verbündeten und fragen sie beim Sieg über unsere Widersacher. Und fragen oder tragen? Nee, fragen. Oh Gott. Wir leben nach dem Gesetz, nachdem das, was überlebt, aufsteigen wird. Willkommen im Schwarm. Jarad und Safra, Gildenmeister der Golgari. Ja, cool. Was das denn? Ich bin gerade. Oh, alles Spoiler. Hier ist ein Würfel. Aber es ist ein ganz normaler Würfel. Ich dachte, da wäre wenigstens das Symbol drauf. Aber nö, es ist ein ganz normaler Würfel. Und was haben wir hier? Setze deinen Kampf für deine Gilde fort. Werde Teil der Community, die sich jeden Freitag trifft. Friday Night Magic. Geht in euren Local Game Store. Mit jedem deiner Erfolge weitet sich die Macht der Golgari aus. Lässt den unausweichlichen Kreislauf von Leben und Tod fortdauern. Markiere das Kästchen unten und werde Zeuge unserer unaufhaltsames Wachstum. Warum? Was? Mach es auf Zwei. Wähle unter planeswalkerpoints.com. Gibt es die Seite noch? Das muss ich mal nachgucken, ob es die Seiten noch gibt. Wenn du ausplünderst, sage, schließe dich erneut dem Schwarm an. Was ist? Warum? Opfere eine Kreatur oder lege eine Kreaturenkarte aus deiner Hand oder deinem Bibliothek auf deinen Friedhof. Gewinne ein Match gegen einen. Okay. Gib einem Golgari-Kameraden High Five. Was? Was ist das? Ist das so ein Bingo-Card oder was? Ich bin verwirrt.
Ich bin verwirrt und wir sind schon viel zu lange drin. Aber ich mach das. Ich habe da gerade hier Spaß dran. Wenn ihr nicht mehr zugeschauen wollt, sorry dafür. Aber ich bin gerade geflasht, was hier so früher so rumging. Wie krass früher die Pre-Release-Packs waren im Vergleich zu heute. So ein Golgari-Sticker. Alter. Voll cool. Richtig cool. So, dann haben wir wie viele Booster? 5 wahrscheinlich. Ja, 5. Das tue ich mal hier hinten hin. Und ein Gildenbooster. Rückkehr nach Ravnica. Ach, geil. Da habe ich Bock drauf. So, gucken wir uns erstmal das Gildenbooster an. Bedrohlicher Leichenflößerer. 4 Mana 4-4. Falls ein oder mehr +1/+1 Marken auf eine Kreatur gelegt werden, verdoppelt die +1/+1 Marken. Hat der nicht nur mal ein anderes Artwork? Ich kenne ihn nur mit einem anderen Artwork. Hatten die Prelease-Dinger hier ein... Nee, die hat noch kein anderes Artwork. Bin ich jetzt doof? Hä? Der sah doch anders aus, oder? Oder bin ich jetzt völlig falsch? Naja, bevor ich mich jetzt daran aufhänge, gucken wir weiter. Goldari Gildeneingang. Wie immer, bei den Previous Packs gehe ich so ein bisschen durch das Pack ein bisschen besser durch. Bei den Boostern werde ich sehr schnell durchgehen. Mit den Kamms und Ankamms. Mit den Kamms werde ich beiseite legen, die Ankamms werde ich ein bisschen durchgehen. Glaube ich. Das sehe ich gleich. So, wir haben einen Golgari Gildeneingang als Filterland. Noch eine Rhea, was ist das denn? Wie gut! 4 Mana 5-5 mit Ausplünder. Man kann ihn für 6 Mana aus dem Friedhof ins Exil schicken, um so viele +1/+1 Marken auf eine Kreatur zu legen, wie die hier Stärke hat. Nee, oder? Doch, Stärke. Gute Karte. Dann Gestrüppläufer. 2 Mana 3-1 Wachsamkeit. Schlitterkopf. 1 Mana 1-1 Ausplünder 0. Äußerster Preis. 2 Mana Zerstörer, eine einfarbige Kreatur. Ein bisschen Kamm-Kram jetzt noch. Und ja, ein bisschen Kamm-Kram noch. Ja, voll geil. Das bin ich. Ich bin gerade wieder hart am Feiern. Weil ich sowas hier richtig hart immer wieder feiere. So, gucken wir uns mal die Booster an. Rückkehr nach Ravnica. Wie lange ich keine Booster mehr davon aufgemacht habe. Okay, wir haben hier einen Guildgate. Commons, 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 Ankam, Celestia Amulett. Ja, für ein weißes, ein grünes, bestimme 1 bis zum Ende des Zuges, erhält eine Kreatur +2/+2 und verursacht Trampelschaden. Oder schicke eine Kreatur mit Stärke 5 oder mehr ins Exil. Oder bringe ein 2/2 Wachsamkeits-Spielstein ins Spiel. Ozorius Runenschlüssel. 3 Mana tappen für ein weißes oder ein blaues. Für 2 Mana wird er zum 2/2 Vogel mit Fliegen bis zum Ende des Zuges. Stich der Meuchlerin. Oh, das Artwork ist richtig geil. 6 Mana zerstöre eine Kreatur. Ihr Beherrscher wirft eine Karte aus seiner Hand ab. Und unsere erste Rare ist Wachsende Reihen. 4 Mana Verzauberung. Führe zu Beginn des Versorgungsmoments Bevölkern durch. Also man bringt einen Spielstein, der eine Kopie eines Spielsteins ist, den man kontrolliert. Ja. Und Vogel und Ebene. Okay. Interessant, was wir so haben. Mal gucken wir direkt weiter. Na komm. Ach, ewig langes Video. Aber ich feiere das gerade. Es tut mir echt leid. Ich bin hier echt die Karten so ein bisschen hart am Feiern. Weil das war so der große Wiedereinstieg von mir. Ich habe zwischendurch zwar immer noch weitergespielt, aber hiervor hatte ich echt eine etwas sehr harte Pause. Hübscheste Artwork im ganzen Set, 2x2/2, tappen, 3 Leben bezahlen, man wirft eine Münze und wenn man den Münzwurf gewinnt, erhält man 6 Lebenspunkte. Das ist schon gut. Militante Retirade, 2x1/2/1. Schicke spontan Zauberhexereien, die von irgendwer auf dem Friedhof verlegt werden, ins Exil. Und aggressiver Minotaurus. 7 Mana, 6/2 Erstschlageile. Geil. Geile Karte. Und grauenvolles Aufbohren. Wow, was ein Name. Dreadbore. Ich weiß, wer die haben will. Ein rotes und schwarzes Hexerei, zerstörende Kreatur der Planeswalker deiner Wahl. Zentaure Ebene. So, weiter geht's.
Wie gesagt, ich gehe hier gerade weiter. So schön. So schön. Vor allem die Booster auch noch. Masse schleudere ich die ja direkt weg, aber ich weiß, es gibt bestimmt ein paar Leute, die auch mal nochmal die alten Artworks sehen wollen. Hier, Straßenkehrer, 6 Mana, 4-6. Wenn er angreift, zerstöre alle Auren, die an ein Land deiner Wahl angelegt sind. Okay. Gildenmagier von Vito Gazi. 2 Mana, 2-2. Für 6 Mana kriegt man einen 3-3 Kreaturen-Spielstein, also hier sind Tauren. Und für 4 Mana kann man bevölkern. Geist der Seelen, der ist unblockbar. 4 Mana 2-1, ich kenne die Karte gar nicht. 4 Mana 2-1, wenn er ins Spiel kommt, inhaftiere eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Ah, die kann nicht angreifen oder blocken oder direkt fähigkeiten, okay. Überwachsene Grabstätte, nice. Ein Schockland, kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man zahlt 2 Lebenspunkte, ist ein Sumpf und ein Wald gleichzeitig. Saugeil. Ein Foil. Foil. So, gucken wir direkt weiter. Das ist ein Schockland, vor allem auch noch das der richtigen Gilde. Das ist schon ein cooles Previous Kit. Das ist schon cool, aber das ist halt auch nur Zufall so ein bisschen. Ob man das auch wirklich bekommt. Stratbore ist auch nicht schlecht. Bisher bin ich zufrieden. Golgari-Amulett. Ein grünes, ein schwarzes, bestimme 1. Alle Kreaturen kriegen -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Man zerstört eine Verzauberung oder regeneriert alle Kreaturen, die man kontrolliert. So, sorry für den Hardcard. Mir ist meine Speicherkarte vollgelaufen. Ja, gehen wir weiter. Celestia Runenschlüssel. 3 Mana, tappen für ein grünes oder weißes. Für 2 Mana wird es zum 3-3 Wolf bis zum Ende des Zuges. Keifende Heimsuchung. Ein schwarzes Verzauberung. Falls zu Beginn des Versorgungssegments ein Gegner ein oder weniger Handkarten hat, verliert er 3 Lebenspunkte. Und unsere Rare ist Gegenströmung. 2 blaue, ein rotes. Die Gegenströmung kann nicht von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten neutralisiert werden. Neutralisiere einen Zauberspruch oder eine Fähigkeit deiner Wahl, den du nicht kontrollierst. Für 4 Mana kann man überlasten und damit das Ziel mit einem in alle umwandeln. Nicht schlecht. Die Freaking Infliction dabei noch. Das ist schön. So. Und das letzte. Das letzte Booster für unseren Golgari Pre-Release. Von 2012. Da haben wir Main Cummins. Hier ist ein Anker. Blutfahrtriese, 4 Mana, 4-3 mit Trampeln und den kann man entweder mit +1/+1 Marke ins Spiel kommen lassen, dann kann er nicht blocken. Oder man lässt es. Dann Hüllenloch-Drescher, 3 Mana, 3-2, auch hier entfesseln und für 4 Mana kann man ihn opfern, um einem Spieler so viele Schadenspunkte zu fügen, wie er Angriffsstärke hat. Goblin-Truppentreffer. 5 Mana Hexerei. Man bringt 4 1-1 rote Goblin-Spielsteine ins Spiel. Für 5 Mana ein bisschen viel. Und lol. Euer Scheiß Ernst. Entschuldigung fürs Fluchen, aber geil. Eine Blutkrypta. So wie die ins Spiel kommt, kann man 2 Lebenspunkte bezahlen. Falls sie das macht, wird sie enttappt ins Spiel gebracht. 2 Schockländer. In einem Pre-Release-Pick. Das hätte damals locker den Pre-Release bezahlt. Und tatsächlich hat es mir das wahrscheinlich hier auch. Gut. Damit verabschiede ich mich im Sinne des Schwarms und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Überblick seht. Ciao, ciao.